Weißt du, ich fühle mich sehr ausgestellt. Willkommen bei den Mels. Wir sind hier heute in meinem Garten und machen ein ganz spezielles Menü. Wir starten mit einem wunderbaren Brötchen in Form von einem Pizzabrötchen auf dem Grill. Und zwar werden wir das nachher auf der heißen Platte bzw. mit einem Stein machen. Und ich zeige euch am besten gerade mal, wie das geht. Wie das jeder kennt, haben wir natürlich im Ecke von seinem Garten meistens eine wunderbare Küchenmaschine stehen. Und so ist es bei mir natürlich auch. Da haben wir gedacht, machen wir das Brot heute draussen. Und dazu brauchen wir verschiedene Zutaten. Das ist wirklich ein ganz einfaches Rezept. Wir haben ein halbes Kilo Mehl, in diesem Fall jetzt Weissmehl. Wir haben 10 Gramm Salz, ein bisschen Safran, das kommt nachher hier ins Wasser rein, das es auch braucht für das Ganze. Ich habe hier vorher schnell aus dem Garten ein bisschen Thymian gepflückt. Hier haben wir Trockenhefe, also relativ simpel. Man kann natürlich auch die Normalhefe nehmen, passt in dem Sinn. Dann 3,4 Dezi lauwarmes Wasser. Ich habe jetzt hier die getrockneten Tomaten schon ein bisschen drin aufgeweicht. Und wie gesagt, für die Farbe gibt es jetzt hier noch ein bisschen Safran drin. Hier hängen ein paar Fäden, das gibt eine schöne gelbe Farbe. Und nachher würde ich sagen, mischen wir das Ganze mal zusammen. Legen wir los. Und zwar starten wir hier mit dem Mehl. Wie gesagt, das ist ein halbes Kilo Weissmehl. Dann gehen wir hier mit der Trockenhefe rein. Salz immer erst etwas verzögert reingeben. Ich gehe jetzt hier gerade noch den Thymian rein. Und dann mache ich es in der Regel eigentlich so, dass ich hier schon mal starte mit dem. Jetzt muss ich schauen, dass der ganze Scheiß direkt in den Boden geht. So, sehr gut. Jetzt werden wir hier einfach mal die trockenen Zutaten einfach mixen. Und dann gebe ich dann eigentlich das lauwarme Wasser rein, damit die Hefe kann reagieren kann. Wie gesagt, hier ist. Das Wasser ist deswegen so gelb, weil wir hier noch ein bisschen Safran reingehauen haben und wie gesagt, ein bisschen getrocknete Tomaten. Die gehen wir hier mal mit dem rein. Hier schnell ein bisschen rühren, damit hier die Tomaten mitkommen. Wunderbar sieht es aus. Dann lassen wir einfach schnell ein paar Sekunden die Hefe ein bisschen reagieren. Zusammen mit dem Mehl, also sprich mit dem Protein eigentlich vom Mehl. Ich gebe hier jeweils auch, und das kann jeder, wenn er will, ein Schlückchen Olivenöl noch drin, also 1 bis 2 Esslöffel. Das macht den Teig ein bisschen geschmeidiger. Und jetzt, wenn eigentlich der Teig schon ein bisschen können, ja, reagieren auf die Hefe, kommt erst Salz drin. Bei Trockenhefe ist es nicht so tragisch, aber bei der normalen Hefe ist es so, dass es sich nicht so gut mit dem Salz vertreibt und man schlichtweg eigentlich dann die Hefe eigentlich quasi killt. Also von dem her tue ich es immer erst ein bisschen verzögert mit dem Teig geben. Ja, und dann lassen wir das mal schnell ein bisschen durchkletten und ich denke nachher, wenn wir das Ganze dann in Ruhe gehen. So, und die Küchenmaschine hat es übrig getan. Es ist wirklich ein schöner, geschmeidiger Teig geworden. Wir haben das jetzt schon 2-3 Minuten einfach schnell schön durchkneten. Man kann das selbstverständlich auch von Hand machen, aber ich bin natürlich ein bisschen faul. Ich mache relativ viel Brot auch selber. Und darum habe ich gedacht, nehme ich hier schnell die Küchenmaschine raus. Dann ist eigentlich so weit gut. Wir nehmen das Teig raus. Nehmen hier gleich noch schnell. Das schauen, dass der ganze Scheiß nicht am Boden geht. Und dann kommt hier eigentlich mein Lieblingsgerät. Das ist der sogenannte Dirku oder auch liebevoll Geizhals von mir genannt. Und da sieht man, hat man hier ein wirklich herrliches Teig, wo man in dem Sinn dann eigentlich nur noch muss mit einem nassen Tüchli abdecken. Und ich würde sagen, jetzt bei diesen Temperaturen reicht eigentlich so eine halbe Stunde lang. Wenn man jetzt in der Wohnung drin hat, vielleicht eine Stunde. Grundsätzlich, je länger dass man es lässt, desto luftiger wird einfach der Teig. Aber zu fest sollte man es dann halt auch nicht aufgelassen. Von dem her sind wir mal so weit parat.
Wir kommen zu etwas ganz Spezielles, und zwar haben wir hier wunderbare Marchknöchel vom Mattenhof. An dieser Stelle danke dir mal, Stefan, für die nette Gabe. Ich weiss, es ist nicht jedermanns Sache, Marchknöchel bzw. March zu essen. Das ist ein Pinzgauer Rind. Wie gesagt, Mattenhof ist in Rotkreuz beheimatet und es ist wirklich etwas ganz Spezielles. Und der Gregi und ich, wir kennen das von der Kindheit von Osso Buco. Wir lieben einfach Marchknöchel. Und wir machen das sehr einfach. Wirklich sehr puristisch. Ein Pfupf Olivenöl. Jetzt sind wir das hier schön ein bisschen einmassieren. Wir haben währenddem beim Grill den Brenner angelassen, sprich dort, wo man eigentlich die Güppeli und so weiter am Spieß macht. Und jetzt geben wir hier einfach ein bisschen Salz oben drauf. Wir haben jetzt in diesem Fall ein Chili-Salz, also ganz leicht ein bisschen Flocken vom Chili noch drin. Und ich bin da sehr bemüht, mit meinen fettigen Töpfen das Ding nicht anzulängen. Und so, jetzt kommen wir hier her. Und jetzt gehen wir hier schön her an Brenner. Von oben dran, mit richtig viel Power und Hitze. Dann kehren. Das ist richtig, da wird Fett richtig rausgetrieben und das wird eine ganz runde Geschichte zusammen mit dem Pizzabrötli. Das zeigen wir in einem weiteren Schritt, wirklich etwas ganz Geiles. Hier ein herzliches Dankeschön an Stefan für wirklich etwas ganz Spezielles, was wir heute hier zubereitet. Voilà, wir sind hier mit dem Pizzabrötli nachher. Wie gesagt, das ist ein Weissmehlteig mit ein bisschen getrockneten Tomaten und Safran. Wir gehen jetzt die auf die schön heiße Platte hier. Und die haben nämlich dann einen Moment. Ich habe sie schnell geformt, ein bisschen eingegölt. Und jetzt könnte ich hier wirklich eine Seite lang gehen. Also die haben doch ein Moment. Das ist eigentlich jetzt wie ein Backofen hier. Und jetzt würde ich sagen, tun wir die einfach da mal reinknallen und dann schauen wir doch nachher in etwa 20 Minuten, wie die aussehen, und je nachdem gehen wir ein bisschen vor und nachher. Voilà! Man sieht, die Pizzabrötchen sind jetzt schon fast so ein bisschen in der Form von Mutschli. Das heisst, wir würden die jetzt mal das erste Mal schockieren. Ja, die kommen, ich sehe es, das kommt gut an. Eigentlich brauche ich das nicht einmal. Die sind herrlich. Ich bin überzeugt, wird schön luftig und außen knusprig. Und jetzt würde ich sagen, machen wir hier wieder zu. Man sieht auch wunderbar, dass hier die Marchknöchel immer besser kommen. Wir sind jetzt mit der Hitze ein bisschen retour und werden das jetzt mehr oder weniger auf die Seite stellen. Ich glaube, es wird ganz eine gute Sache zur Vorspeise. Und da sind wir mit einer wunderbaren Vorspeise auf dem Grill gemacht. Für alle cholesterinbewussten, schönen Marchknochen grilliert, wirklich schön Hitze dahergegeben. Karamellisierte Marchduftaromen, wirklich sensationell mit dem Pizzabrötchen. Wir haben es ganz leicht garniert mit ein bisschen Oregano. Und jetzt würde ich sagen, schicken! Du hast noch ein bisschen beschissen. Du hast einen Affe jetzt. Komm kaputt. Wir haben den ganz scheissen Boden noch. Alternativ kann man es natürlich auch von weitem salzen.